Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute habe ich eine Surprise-Box für dich und zwar geht es um die Box von Morphe. Die habe ich hier drin. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box konnte man in der Cyber Week, in der Black Friday Week für 58 Euro kaufen und die hat einen Wert von, ich glaube, über 115 Euro. Ich guck mal eben schnell rein. 115 Euro wert, genau. Ich bin lange um mich drum zugeschlichen quasi und habe lange mit mir gehadert und habe dann letztendlich doch gesagt, komm, Claudi, gönn dir, ne? Genau, ja, und jetzt ist sie heute eingetroffen. Und, das muss, glaube ich, hier oben irgendwie dran kleben. So schaut sie aus. Die ist ganz schön groß. Hätte ich nicht erwartet, muss ich gestehen. Morphe The Surprise Box 9-Piece Face and Eye Collection. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das soll halt was fürs Gesicht und für die Augen sein. Ich bin jetzt auch wirklich ungeschminkt. Ich habe mir nur ein bisschen was Lippenpflegemäßiges draufgegeben und halt von heute Morgen noch so ein bisschen Mascara und Eyeliner. Und ich möchte gucken, was drin ist. Das heißt, ich nehme sie erstmal hier aus dem Karton raus. Mein Nachbar brachte mir nämlich eben die Box. Die hatte Hermes da nämlich abgegeben. Mal nicht vor unsere Haustür gestellt. Sehr gut. Und ich war schon ganz verwirrt. Ich gucke die Box so an. So, hä? Was? Wo kommt die weg? Breezer Box oder Breeze Box? Keine Ahnung, ne? Aber das ist einfach nur der Karton, der so heißt. Da stand nichts von Morphe draußen dran. Nee. Okay. Karton brauchen wir gerade nicht. Jetzt haben wir hier die Box. Die ist hier noch zugeklebt. Herrlich. Ja, dann gucken wir mal rein, was sich da drin befindet. Ne? Ich die hier auf. Hier haben wir den Blick in die Box. Oh, es ist schwarz. Jo, Black Friday, ne? Das macht dann auf jeden Fall Sinn. Ich sehe schon wieder False Lashes. Also irgendwie, die Make-up-Industrie möchte einfach, dass ich mal Lashes austeste. Hier haben wir die Posh Lashes. Posh Lashes, heißen die so? Ich weiß es nicht. Die möchten da mal getestet werden. Premium Lashes, ich habe keine Ahnung, wie viel sowas kostet. Go On and Fake It, keine Ahnung, aber die sehen ganz schön heftig aus, ne? Also richtig, richtig, richtig künstlich. Also die haben auch ein schwarzes Wimpernbändchen. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Muss getestet werden. Ja, dann, oh Gott, wir haben hier echt ganz schön viel drin. Das finde ich ja Wahnsinn. Dann habe ich hier Lip Crayon. Das ist Soft Matte. 1,4 Gramm in der Farbe Lilas, keine Ahnung, es scheint so Nude zu sein. Ach, guck, vielleicht kann ich mich jetzt ja auch wirklich mal ein bisschen damit schminken. Das wäre ja gar nicht so verkehrt, ne? Ach, guck mal, der sieht so ein bisschen aus wie der von NARS, den ich auch habe. Den finde ich ja richtig toll. Und die Farbe, die gefällt mir auch so erstmal ganz gut auf den ersten Blick. Oh ja, guck mal. Das ist ein schöner Rosenholzton. Das gefällt mir gerade irre gut. Natürlich dürfen Pinsel nicht fehlen. Und da habe ich hier gleich direkt drei Stück. Oh, herrlich. Da habe ich einmal R14 Round Contour Brush. Ein runder Konturpinsel. Okay. Oh ja. Ach doch, guck mal. Schön, ne? Der gefällt mir. Den mag ich leiden. Der ist toll. Der ist schön weich. Oh mein Gott, ist der weich. Okay, ja. Dann R34 Deluxe Blender Brush. Ja, ich habe tatsächlich ja schon den ein oder anderen Morphe Pinsel und ich liebe sie. Also die habe ich ja immer von ganz, ganz lieben Leuten geschenkt bekommen, aber ich habe mir noch nie einen selber gekauft. Genau, so schaut der aus und der schaut gut aus, ne? Der ist, oh, der fühlt sich auch so wieder so schön an. Damit kann ich, glaube ich, gut arbeiten. Okay, und dann habe ich hier die R39 Tapered Blending Brush. Das ist dieser hier. Ja, der ist ein bisschen fester gebunden und der ist vor allem flacher, ne? Das ist ja cool. Da kannst du dir so quasi dann deinen Lidschatten auftragen. Ja, cool. Gut, dann habe ich hier Frosé. Das ist auch ein Lipgloss. Ein Lipgloss. Ah, 4,5 Milliliter Lipgloss ist hier drin. Ja, man sieht es ja bei mir auch immer wieder. Ich liebe Lipglosse. Ich mag das nicht, wenn da irgendwelche Sachen halt so totmatt sind. Ich möchte das schon, dass irgendwie, boah, geil. Dass das irgendwie schon so ein bisschen lebenmäßig aussieht. Und das glitzert hier drin. Das sieht schön aus und auch die Verpackung, ne? Riecht jetzt nicht irgendwie mega geil oder so? Sehr klebrig hier jetzt auf der Hand, aber da siehst du auch nicht viel von, ne? Der ist jetzt hier direkt daneben geswatcht. Ja, ich habe da so einen Rosenschnitt in meiner Hand. Also ich war letztens im Garten, habe unsere Rosen zurückgeschnitten und die Rosen fanden das blöd. Genau. So, dann haben wir hier Lipstick Mega Matt, Super Matt, Morphe. Morphe ist die Farbe, okay. Ich glaube, das ist so ein ganz normales Rot.
Oh, allein die Verpackung, ne? Das ist hier ja schon so abgeschrägt. Das sieht ja schon mal ganz cool aus. Und die Verpackung ist richtig matt. Oh, der sieht schon schön aus, ne? Ich habe zwar 100 rote Lippenstifte, aber ich glaube, den finde ich allein von der Verpackung her so schön. Hilft alle nichts, Leute. Oh Gott, der ist matt. Oh lala, den zu swatchen. Ja gut, jetzt hier vor allem bei meiner Hand, wo ich echt... Naja, ich bin nicht gut im Swatchen. Das wissen wir alle. Ja, so schaut der aus. Das ist ein schönes Rot. Ne? Mag ich wirklich leiden. Das ist wirklich ein tolles Rot. Hier haben wir jetzt Blushing Babes Pop of Pink. Ein Blush-Trio. Das ist dieses. Talk Flirty. Feeling Cheeky? We thought so. You're a Morphe Babe after all. Show your true colors with this trio of creamy blushes. Oh, creamy blushes? Hm? Nee, die sehen doch nicht cremig aus. Oder? Also das sieht nicht so aus, als wären das Cremeprodukte. Oder sollen die einfach nur cremig in der Textur sein, weil die sehen aus wie Puder. Nein, das sind pudrige Texturen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Schon ein bisschen Angst. So schauen die Fingerswatches aus. Also die haben tatsächlich auch einen Schimmer mit drin. Also das sind auf jeden Fall schon mal ganz gut pigmentierte Geschichten. Ja, und jetzt kommen wir halt zum Herzstück des Ganzen. Das ist ja riesig. Ich meine, guck dir das an. 35R Ready Set Gold. Das sind 35 Nuancen to change your world. Meet your squad of beyond creamy, highly pigmented, super blendable eyeshadows. This gilded palette is dripping in GOLD matte and shimmer shades. The insta-worthy looks are up to you. Morphe Babes don't just blend it, they blend the rules. Okay, ja gut, man blendet die nicht nur aus, man blendet gegen die Regeln. Und ich gucke noch mal kurz rein. Ja, das war tatsächlich auch das letzte Produkt aus der Box. Ja, die gucken wir uns an. Ich meine, die ist riesig, ne? Ich glaube, so eine große Lidschattenpalette besitze ich sonst nicht. Ich bin auch kein Fan von so riesigen Lidschattenpaletten normalerweise. Also Lidschattenpaletten ja, aber so Riesenviecher muss ja auch erstmal irgendwo untergebracht bekommen. Aber das ist halt so eine klassische Morphe-Palette, ne? Wie man die halt auch immer mal wieder sieht. Okay, und das ist halt eine richtig komplett, ohne Spiegel, schade, gold-nudige Palette, ne? Schöne Töne, ohne Frage. Schade finde ich immer, wenn die Farbbezeichnung von der Palette halt nur auf so einem losen Vieh mit drauf sind. Aber ich glaube, das ist bei Morphe eigentlich irgendwie immer so. Ein bisschen was probieren wir jetzt tatsächlich aus. Ich starte jetzt einfach mal mit der Blush-Palette. Und nehme mir dafür diesen Pinsel, der hier auch mit dabei ist. Und ja, ich habe jetzt keine Base drauf, deswegen wirkt es dann wahrscheinlich auch ein bisschen vielleicht etwas anders. Aber wir gucken einfach mal. Ich nehme jetzt einfach mal den Farbton Free, das ist der in der Mitte. Und gehe vorsichtig mit dem Pinsel rein. Der Pinsel nimmt das nicht wirklich hundertprozentig auf, ne? Also du hast das schon krümelig da, also es krümmelt viel weg. Also es macht auf jeden Fall eine natürliche Röte ins Gesicht, als wäre ich jetzt gerade spazieren gegangen mit Sammy, wäre wiedergekommen und hätte so einen leichten, so rote Bäckchen, weißt du? Ja, also das ist jetzt wirklich nicht aufgebaut, sondern einfach natürlich aufgetragen und das mag ich eigentlich ganz gerne leiden. Also wenn ich jetzt wirklich gar keine Foundation oder Puder oder sonst was drauf habe, kann man es auf jeden Fall so tragen. Und jetzt probiere ich mich mal ein bisschen durch die Lidschattenpalette durch und ich denke, dass ich hier so ein bisschen vorspulen werde, dass ihr das so im Schnelldurchlauf sehen werdet mit ein bisschen Musik. Also so könnte ein Look mit der Palette aussehen. Ja, ne, wie gesagt, das ist halt ein sehr natürlicher Look und da würden jetzt wahrscheinlich diese Lashes halt auch irre gut so aussehen, ne? Dass man dann da so ein bisschen auch diesen Eyecatcher bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ne? Ansonsten eine ziemlich schöne Warm Tones Neutral Palette.
kann man sich angucken, aber ja, war halt mit drin. Gut, jetzt nehme ich hier diesen Lippenstift, im wahrsten Sinne des Wortes ein Stift. Also der ist deutlich cremiger und deutlich pigmentierter als der von NARS, den ich normalerweise gerne in letzter Zeit so verwende. Ja, hier mache ich dann jetzt auch mal diesen Lip Topper Lip Gloss drüber. Ja, das zaubert so ein bisschen sparkly noch mit drauf, aber passt überhaupt nicht zum Lidschatten, finde ich. Also das passt jetzt nicht unbedingt zusammen, ne? Aber ja, ja, das muss ich sagen, ist eine ziemlich schöne Auswahl von den Morphe-Produkten. Und ich bin ganz froh, dass ich mir die Box organisiert habe, dass ich sie dann doch bestellt habe. Denn die Produkte sind doch, ich hatte erst gedacht, Mensch, da sind dann wahrscheinlich nur Pinsel drin oder so. Aber nee, es sind ja richtig Make-up-Produkte auch mit drin. Und das finde ich richtig geil. Und deswegen, ja, freue ich mich. Vielen, vielen Dank an alle, die mich da angestupst haben und gesagt haben, Mensch, Claudi, hol dir mal die Box. Ja, ne? Das war mein kleines, aber feines Unboxing zu der Morphe Surprise Box. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!